Die heutige Award Night wird bereits zum 12. Mal durchgeführt. Ein Abend, der mit einem gemütlichen Apéro anfängt und bis spät in die Nacht dauert. Wir haben für Sie die Highlights dieser Veranstaltung kompakt zusammengefasst. So sehen glückliche Sieger aus. Es sind die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten Kategoriegewinner des diesjährigen Best of Swiss Gastros. Ein Querschnitt aus 22 Kantonen. Nicht weniger als 208 Lokale sind nominiert worden. Die Freude über das Holzkreuz ist riesig. Mitmachen ist alles. Dritter Platz in der Kategorie Trend, Ellen Bell. Was bedeutet für Sie persönlich die Auszeichnung? Es ist für uns natürlich etwas ganz Grosses, weil es hat noch nie ein rein veganes Restaurant gegeben, das so einen Preis bekommen hat. Und es freut uns natürlich, dass wir so einen Eckpfeiler haben können und mit so vielen Leuten, die uns geholfen haben. Es ist mega toll, es ist ein Zeichen an. Dritter Platz in der Kategorie Activity. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung? Ja, es macht uns wahnsinnig stolz. Es ist eigentlich eine wahnsinnige Genugtuung und ein Ansporn zum Weitermachen. Ja. Ja, es ist irrsinnig, es ist unglaublich. Also herzlichen Dank an alle, die für uns gewotet haben. Für mich bedeutet das einfach eine ganz grosse Bestätigung innerhalb von diesen 12 Jahren, wo wir jetzt in der Weide oben sein dürfen, dass wir das zweite Mal tatsächlich mit dem zweiten Platz ausgezeichnet worden sind. Also ja, extrem Freude für das Team, weil mir das Team wirklich mitgezogen hat, das engagiert war, wo ich wirklich gut motivieren konnte. Dann ist das eigentlich übergeschwappt zu den Gästen. Was bedeutet für Sie der zweite Rang, Ladies First? Ui, eine grosse Frage. Es bedeutet uns sehr viel. Das heisst, wir haben vor anderthalb Jahren aufgemacht. Und dass wir in dieser kurzen Zeit so einen Platz bekommen, mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Freude herrscht, auch bei den nominierten Betrieben, die es nicht ganz aufs Podest geschafft haben. Sie nehmen diese Holzplakette gleich mit nach Hause. Ein Novum. Auch nach 12 Jahren, Best of Swiss Gastro, hat es immer noch Platz für neue Ideen und Änderungen. Was ist anders? Mal grundsätzlich sind immer die Gäste anders, worüber uns natürlich sehr freuen. Wir haben dieses Jahr das erste Mal geöffnet, nicht nur für neue Betriebe, sondern auch für bestehende innovative Konzepte. Wir haben Betriebe aus der Westschweiz dabei und wir verleihen die Gütesiegel, die Auszeichnung das erste Mal hier am Award und nicht im Vorfeld. Ohne starke Partner wäre die Durchführung der alljährlichen Preisverleihung nicht möglich. Die Sponsoren tragen wesentlich zum Gelingen der Awardnacht bei. Wer von Beginn an den einzigen Schweizer Gastronomie-Publikumspreis glaubt, ist Martin Angern, Sponsor der Kategorie Klassik. Der Gewinner ist eher zentral gelegen in der Schweiz. In Bierwil, Restaurant Schifflendi. Herzliche Gratulation. Was bewegt Sie, dass Sie jedes Jahr wieder mitmachen? Also wir haben jetzt Dutzend voll, das ist wie eine gute Kiste Wein. Und es macht uns einfach Spass, hier die Gastronomie indirekt können zu fördern, das mitzuerleben, die Emotionen. Und ich glaube, das ist auch das, was uns weiterbringt, was uns den Gästen schlussendlich Freude macht. Und der Gewinner in der Kategorie Bar und Lounge ist... More Bar Bubicon! Herr Mondorfano, Sie sind in diesem Jahr das erste Mal als Sponsor mit dabei. Was hat Sie dazu bewogen? Wir versuchen mit unserer Teilnahme die Bedeutung dieser Kategorie für uns noch ein bisschen zu erheben, weil wir denken, dass nur durch eine Mitarbeit mit der Gastronomie-Szene wir unsere Marken auf dem Schweizer Markt entwickeln möchten. Höhepunkt der Award-Verleihung ist wie jedes Jahr die Auszeichnung des Masters. Der Betrieb also, der als Sieger über alle Kategorien ausgezeichnet wird. Herr Schneider, wer gewinnt? Wer ist Master 2016? Restaurant Boucherie August Zürich.
Das Restaurant Boucherie Auguste Züri ist auch der Gewinner in der Kategorie Trend. Also bei dem Kategorie Trend haben wir es natürlich gehofft, wir mischen mit, ganz vorne. Aber das ist völlig unerwartet gekommen. Also vielen Dank, also das ist super. Merci. Woran glauben Sie, ist denn gelegen, dass das Fleisch gesiegt hat? Ja, ich denke, dass mit Fleisch haben wir auch den Hausfrauenkosten Chance gegeben und das zu einem Revival verholfen. Und ich bin davon überzeugt, dass Schweizer Hausmannskost oder Hausfrauenkost effektiv im Trend liegt. Ja, eigentlich eben, wenn man auf eine Homepage geht, dann... Hingucker des Abends und für die gute Stimmung auf der Bühne verantwortlich, die charmante Moderatorin und Gastgeberin aus dem Tessin, Christa Rigozzi. Und sich überraschen lassen. Das ist uno, due, tre. Die Stimmung im Publikum war grossartig. Ich meine, es war eine zweistündige Show, 8 Kategorien, 208 Nominierten. Wir hatten 24 Gewinner und am Schluss noch den Master. Und alle haben von Anfang an mitgefiebert und mitgemacht bis am Schluss. Es war wunderschön und wir haben auch ganz viele Emotionen auf die Bühne erlebt, oder? Leute, die waren sprachlos, die Tränen, die haben geschrien, die Ersten, die waren schon am Feiern. Es war wunderschön, wieder einmal dabei zu sein. Was hat Sie bewogen, dass Sie wiederum zugesagt haben? Ich bin ein Genussmensch, oder? Alle wissen, ich bin eine Tessinerin und nicht alle wissen, dass ich gerne esse und ganz viel esse, oder? Von dem her, dieses Bereich interessiert mich schon und ich will immer wieder was Neues entdecken. Ich reise viel durch die Schweiz und es ist schön, wenn ich ein Restaurant kenne oder was anderes. Ich weiß, ah, ich gehe vorbei, dort kann ich das essen. Es ist ein Vergnügen. Grazie mille, buona serata al Best of. Und so geht die 12. Ausgabe des Best of Swiss Gastros als vergnüglicher Abend in die Geschichte der alljährlichen Awardverleihung ein. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und viel Spaß. Das war die Best of Swiss Gastro 2.